Und im ich gehe mal Wasser. davon aus, wenn wir da entlang schwimmen täten, täten wir wahrscheinlich bei uns wieder rauskommen, wenn wir den Weg finden. Ja, du kannst aber nicht mit der Fackel darüber schwimmen. Warum nicht? Weil die Fackel ausgeht im Wasser. Warum geht die Fackel im Wasser aus? Das verstehst du nicht. Was meinst du, warum ich im Dunkeln bin? Herrlich. Oh, aber die Sicht da was, da ist sehr hell. Zumindest war es einmal hell. Jetzt ist es auch finster. Oh, was ist das? Was hast du da? Schön ein paar Pflanzen rum oder so. Da ist irgendwas. Kannst du das nehmen? Die hellen Dinger. Ich hab das jetzt genommen. So, und wie kommen wir da jetzt wieder raus? Ja, nein, gute Frage. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Scheiße. Ich lauf einfach mal von dir weg. Ich lauf auf in der Richtung, aber ich glaube hier ich. Du verläufst dich. Nein, also ihr müsstet ins Wasser wieder finden, das wäre super. Oh, ich bin im Wasser. Hey, hallo, schlag den Stein kaputt. Ey. Ups. Das Spiel ist noch so verbuggt, ne? Ne, aber wirklich jetzt da. Nee, es ist vor allen Dingen sehr dunkel. Oh, ich hab's Wasser. Du hast das Wasser. Wenn ich den Namen finden tue, dann habe ich alles Wasser. Ach, ja, da. Ich bin am Ausgang. Wunderbar, ich renne einfach dir nach. Siehst du, Detlef, wärst du zu zweit reingegangen in die Höhle, das da wieder rausfinden. Du alter Glückspilz. Ja, wir sind ja zu zweit. Was ist immer meine Aussage? Bitte, wenn's was machen darfst, was sollst du tun? Immer alleine gehen. Richtig. Das habe ich da schon in Rast beigebracht, Detlef. Immer zu zweit. So, wir sind da eigentlich auf der... probieren wir mal die Richtung da aus. Mach ich meinen Tippi hin. Der Eingang ist immer in die Richtung, in die man guckt, ne? Ich werd jetzt einfach einmal den Admiral da nachrennen, Freunde. Ja, der war sicher, der hat einen Plan, ich spür das. Ich hab immer einen Plan. Na siehste. Sonst hätte das nicht Admiral heißen, ne? Richtig. Sofern planlos durch die Gegend laufen als Plan zählt. Na klar. Na dann bin ich gut dabei. Wow, krass. Das ist ja größer, als ich gedacht hatte. Auf alle Fälle könnte man jetzt da eigentlich einen Dino erlegen und den retten. Theoretisch, wenn wir mal unterwischen. Wie viele Pflanzen hast du? Zwei Stück. Ich auch. Fehlt mir der Dino. Aber ich komme nicht raus. Da unten ist einer. Da unten ist einer, ja. Wie werden wir denn den Wasser auf einmal? Ich habe da einen Pfeil im Bogen. Vielleicht haben sie das auch schon irgendwie gefixt. Oh, knapp vorbei ist auch da nicht. Ah, man sieht aber das erste Mal, dass man den Pfeil sieht, wo er einschlagen tut. Das ist schon mal was wert, ja. Oh, das war aber... Oh, erledigt. Den Hammer. Der ist tot. Er ist tot. So, und jetzt möchte ich den wiederbilden. Wie geht denn das? Inspektion. Wild Gallimimus heißt er. Gallimimus. Gallimimus. Ja, ich habe gewusst, irgend so ein Mimus ist das. So, und wie kann man den wiederbilden, glaubst du? Das ist jetzt die Frage der Fragen, oder? Das weiß ich auch nicht. Ich auch nicht. Pass auf, ich wäre mal. Nee, da geht einmal gar nichts. Oh, da kann ich nur hupfen. Hast du bei dem E-Menü nicht Heal drin? Nee, Alter Schwede. Oh, scheiße, da ist eigentlich gar nichts. Na, wenn ich auf E drucken tue, kann ich nur Inspektion machen, dass er halt irgend so ein Gallimimus, ja, irgend so ein komischer Dings halt ist. Aber ich habe da noch die Auswahlfläche für Heilen. Echt? Mach das einfach mal. Na, mach einmal. Na toll, das läuft da weg. Was ist denn das für ein Scheiß? Hallo! Was ist meine Box? Fuß! Da geh mal. Schau, du kannst retten, geh, der kommt zu dir. Was? Der ist oben, hallo! Aber das Ding läuft nicht. Ja, hallo. Los. Könnt ihr den jetzt das rein? Ding läuft so witzig aus. Da hat mir halt gespeckt zu dann Dino. Was seid ihr denn? Sorry, aber die schaut genauso aus. Ihr habt Spaß, okay. Und ich auch nicht. Oh, das ist, du kannst wirklich nichts tun, weder nach vorne noch zurück. Nee. Das ist ja dämlich. Oh, ich kann nur draufsetzen. Na tolle Wurst. Oh, ich warte, jetzt rennt er. Hallo. Hallo, wo bist du hin? Ich hab keine Ahnung. Du rennst in Zeitlupe auf alle Fälle.
Ups, jetzt rennt er schneller, weil ich hinter ihm her bin. Ich hoffe, du überlebst es. Ah, ich glaube, ich weiß, wie man steuern kann. Ah, wie? Du musst in die Richtung mit der Maus gucken und dann die Maus klicken. Und dann läuft er dahin. Ehrlich krass. Ah ja, du rennst den Kreis, stimmt. Okay, ich brauche einen Dino. Freunde, ich brauche einen Dino. Ah, ich weiß schon, warum ich nicht E-Drucken habe können. Ich brauche auch einen Dino. Ich will auch einen Dino haben. Weißt du, warum das nicht gegangen ist? Weil es den du erlegt hast wahrscheinlich. Das war dein Fell, was ihn getroffen hat. Schön, und wie halte ich jetzt wieder an? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich rechte Maustaste. Probier mal. Nee! Jetzt macht mich der kaputt, ich krieg die Krise. Oh, wer war das? Das war ich. Ach, okay, dann kannst du ihn wiederbeleben, dann hast du einen besseren, dann hast du einen Fleischfresser. Aber schau mal, wie der hassen tut mit Info. Scheiße, jetzt Dicky Moloch. Ah, der Dicky, ja genau, der Dicky. Das ist der Nachbar von Vicky. Kennst du den Vicky? Kann ich aber jetzt nicht healen. Vicky und die starken Männer. Den kannst du nicht mehr heilen. Ich spreche alle Namen voll falsch aus. Aha. Naja, das macht ja nichts. Wo ist mein Dino? Wieder weggelaufen, oder was? Ne, da hab ich. Scheiße, der hat's vorhin. Nee. Und ich hab jetzt dann nicht einmal irgendwas, dass ich einen Dino wieder retten kann. Scheiße. Weil ich alles verloren hab. Naja, das linke Pflanze. Ich hab noch zwei. Was? Ich hab nur zwei Pflanzen. Ja, das ist schön, dass du die hast. Du bist immer noch in der Höhle. Wenn du zu mir kommst, gebe ich sie dir. Du bist immer noch in der Höhle, gell? Ja, dann werde ich auch jemals nicht verhungern. Was zum Geier. Ach Gott. Wenn ich jetzt nicht verhungern tue, dann würde ich sagen, geh ich raus. Weil das bringt nichts. Du müsstest den Server neu starten und das wollen wir ja nicht. Nee, das war jetzt ein bisschen ein Problem. Ja. Ey, das Craften dauert hier ewig lang und funktioniert nicht mal richtig, manchmal. Das Craften, echt? Also ich hab kein Problem damit. Bis auf das, dass er auf einen Stab antut, anstatt das auf die Kisten, na egal. Hast du deinen Dino gefunden? Ich hab meinen Dino wieder, ja. Okay, krass. Hey, Leute, wir brauchen einen Dino. In den Höhlen gibt's keine Dinos, die den Ausweg kennen, ne? Nee. Wie gesagt, die einzige Möglichkeit, was du hast, dass du so machst wie der Admiral, einfach irgendwie schauen, dass du zum Wasser kommst und dann schwimmen in irgendeiner Richtung. Ja, ich bin doch im Wasser und schwimme immer im Kreis. Ja, dann du sollst einfach nur gerade nach vorne. Auf. Kannst du das nicht? Oder ich weiß ja nicht, wie die Situation bei dir ausschaut. Dunkel. Naja, dass es nicht hell ist, ist mir schon klar, aber unter Wasser sieht man ja ein bisschen was. Wenig, aber ja, doch. Sehe Fische. Siehst du? Und den Fische schwimmen einfach nach. Nee, die hauen ja ab von mir. Nach. Natürlich hauen die ab von dir, aber dort, wo die hinschwimmen, theoretisch müsstest du rauskommen. Wobei ich glaube, die schwimmen auch ab und zu mal einfach in den Boden rein. Oh. Ja, das könnte ich vielleicht versuchen, aber es wird nicht klappen. Sei nicht immer so negativ, sei positiv. Das funktioniert schon. Du musst nur Vertrauen zu dir haben. Ja, ich war jetzt vertraut, dass ich in die Höhle reingehe und da krepieren wir, wenn ich mich rausfinde. Aber ich möchte so Pflanzen haben. Also, ich erkläre das kurz. Rechts und links von mir sind Felsen. Rechts und links? Okay, und du schwimmst zwischendurch. Ich schwimme und knalle mit dem Kopf von nächsten Felsen. Okay, dann bist du in die falsche Richtung geschwommen, dann schwimme in die andere Richtung, gegengesetzt. Ja, das mache ich nochmal und da kommt das selber rein. Was? Ja. Dann bist du in einen Brunnen reingefallen, aber nicht in einer Höhle. Ich habe dir gedacht, es ist ein kleiner See, der keinen Ausgang und keinen Eingang hat. Na, wie bist denn du da reingekommen, bitte, wenn das ein kleiner See ist und keinen Ausgang und keinen Eingang hat? Wie bist du da reingekommen? Das würde mich jetzt interessieren. In der Höhle ist halt so ein kleiner See. Kannst du da Tropfstein. Genau, und da bist du reingeplumpst, richtig? Ja, und die Fackel ist ausgegangen. Naja, das ist logisch, ne? Aber du könntest ja theoretisch jetzt, also wenn du logisch überlegen tust, ja, wenn du aus dem See rausgehst, ich meine, was ja schwierig ist, und ich weiß ja, dass du nichts siehst, weil ich war ja gerade so vorhin selber in so einer Höhle, hast du die Möglichkeit, wenn du zu Pflanzen kommst, ja, dass ja das kurz hell wird, richtig? Dann hast du die Pflanzen sind aber nicht überall. Naja, das ist schon logisch, aber durch diese Pflanzen hast du es kurzzeitig einmal hell und dann kannst du dich ein bisschen orientieren. Oh mein Gott. Nicht viel, aber ein bisschen.
Wenn sie sich zu mir beamen, dann teilt mir bitte den Weg. Warte mal, probier's einmal. Scotty, beam mich zu Ted. sorry, funktioniert nicht. Das ist nicht so einfach, Lange. Ich glaube es dir, Detlef. Die Tete ja gern helfen. Der Typ hier bräuchte eine Sonnenbrille. Ich werde jetzt. Nee. Weißt du, wenn ich noch wisse, in was für Richtung du bist? Ja, bist du rechts vom Fluss, links vom Fluss in der Höhle? Oder wo die Höhle überhaupt ist? Die Höhle habe ich ja doch gesagt. Die ist. Der Eingang ist genau am großen Meer. Du rechts den Strand hast und das Wasser. Oh, ich sehe einen Admiral wieder reiten. Wo bist du denn? Ah, der kommt direkt auf dich zu. Das läuft diese Uhr. Das verstehe ich schon, was du meinst. Ja, das Problem ist nur in der Sache. Dieser verdammte Strand und dieses verdammte Meer und diese verdammte Insel ist riesig. So, ich habe jetzt aber kein GPS mit, damit ich dir sagen kann, wo ich Hasi, bin. Pass auf, wir reden jetzt da rund um die Insel und irgendwo wäre schon Höhlenbank. Nee, du spannst jetzt wieder und wirst warten. Beweg dich nicht. Ich komm. Detlef, ich komm. Halt durch. Ich bin gleich da. Es kann sich nur um Stunden handeln. Oh, der überholt mich. Hallo? Hallo? Der Höhlenmensch-Typ bräuchte wirklich eine Sonnenbrille, ne? Dann sieht der viel cooler aus, bestimmt. Der Sebastian Vettel hat mich gerade überholt. Ich würde dich ja mitnehmen, was, aber es ist leider ein Einsitzer. Ja, der sitzt auf der Tür. Der überholt er mich schon wieder. Scheiße, warte, ich probiere einen Windschatten aus. Pui, der stinkt jetzt. Der hat jetzt gerade einen... Oha. Könnten höchstens mal in die Höhle vorne gehen und dir auch so eine Pflanze besorgen, der noch einen Dino holt. Wir werden jetzt schauen, dass wir mit Detlef retten. Gut. Der war schon bei der letzten Aufnahme nirgends im Bild, ja? Ich bin gestorben und bin wieder am Wasser, aber. Hallo, ey. Bist du wieder in der Höhle? Nein, ich bin immer tot. Noch im Wasser. Man kann gar nicht kämpfen. Oh, du kannst schon kämpfen, du musst mit der linken Maus draufbleiben auf der linken Maus, dann haut er hin. Ich bin einfach so gestorben. Wie hast du das jetzt gemacht? Dann ist der Beklagtomen ist auch tot. Ha. Oh, guck ja. Mal einer. Aha, ich bin beim Tipi. Ich bin draußen. Nein. Nee, echt? Wie hast du denn das jetzt gemacht? Nee, das Spiel hat das gemacht, nicht ich. Ach so. Du, Detlef, wenn du willst, kannst du nochmal in die Höhle rein. Ja, ich war das dich. Man sonst ja, ich such dich schon. Wir suchen dich zu zweit. Einmal der Sebastian Vettel auf dem Dino. Achso, nein, das ist der Admiral. Und einmal der Manikus zu Fuß. Läufst du rechts zum Wasser oder also links? Ich bin von unserem Dingspunkt bin ich rechts gelaufen, ja. Also Wasser ist rechts bei dir. Was? Nein, das Wasser ist linker Hand von uns. Wenn du das meinst. Gut, dann laufe ich rechts. Da vorne ist ein Dino, oder ist das der Admiral? Nein, das ist nicht der Admiral, das ist ein Dino, der will mir nichts Gutes. Scheiße, was mache ich jetzt? Ich habe da vorne ein Dörfchen gefunden. Ein Dörfchen? Ein Dörfchen? Ja, ein Tipi und ein Lagerfeuer. Ich sichte leider Gottes nicht mehr, Admiral, du bist schon so weit weg. Ein Tipi oder drei? Ja, drei Tipi waren blöd. Das zwei sein. Zwei? Okay, das gehört auf alle Fälle nicht uns. Nee, das gehört. Oh, was ist denn da? Nein! Ich bin tot. Nee, ich bin tot. Und frag mich jetzt ja nicht warum. Ich hab keine Ahnung. Vielleicht kann ich dich wiederbeleben. Das wäre cool. Nein, das ist so, glaube ich, ganz tot schon. Ja. Ist schon Ende Gelände. Aber so bin ich jetzt da, oder? Ach Gott, jetzt bin ich schon wieder da. Naja. Detlef, das wird nichts mehr, dass ich da zur Höhle finde, zur Zeit. Das bin kann ich sein. Ich hier am Strand lang. Was der das werden wird, wird es ungefähr ein bisschen dauern, so 3 Jahre später oder so. Ja, kann passieren. Scheiße, aber ich möchte in der Höhle wie auch so ein Dino haben. Das ist cool. Geh du schneller da, wir brauchen einen Speer. Ich habe gar keine Pflanzen mehr. Ein Bogen war nicht schlecht. So einen Bogen brauchen wir auf alle Fälle, Freunde. Weil mit dem Bogen hat nämlich der Admiral, hat er nämlich den Dino erlegt. Der hat sogar 2 Dinos schon damit erlegt. Und vor allen Dingen mit dem Bogen sieht man jetzt endlich einmal, wo der blöde Pfeil hinfliegt.
Ja, das ist viel wert. Ja, also. Ja, sieht man das jetzt schon? Ich habe das vorhin nicht gesehen. Ja, das siehst du jetzt da. Also ich muss ehrlich sagen, in Rust ist ja das Bogenschießen schon extrem schwierig gewesen. Aber in den Spielen ist es noch schwieriger gewesen, weil du hast es ja nicht einmal gesehen. Wo der Pfeil überhaupt hingeht, aber jetzt sieht man wenigstens. So, jetzt haben wir meinen Bogen, jetzt brauchen wir noch einen Speer und dann gut ist es. Nein! Ich bin doch nicht in den Felsen reinschießen mit dem Bogen. Ich finde das so geil, dass die Dinos einfach durch das Wasser durchlaufen. Also das ist ein Bug. Einfach ein Pfeil steckt in Stein Grund drin. Okay. Sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Ich wollte nur sagen, dass die Dinos halt alle am Grund des Flusses immer entlang laufen, so als wäre es kein Wasser. Okay. Okay, jetzt haben wir schon welcher Seite? Auf welcher Seite vom Meer ist die Höhle? Links oder rechts? Das ist jetzt eine gute Frage. Also ich habe bisher noch nichts gefunden. Kann auch sein, dass ich es einfach übersehen habe. Ja, so schnell wie du bist schon. Das glaube ich schon. Ich meine, du rennst ja nicht mehr, du fliegst ja quasi über die Karte. Bin wahrscheinlich schon dreimal im Kreis gelaufen, ohne es gemerkt zu haben. Oh, scheiße, ist schon wieder falsche Tasten. So. Krass, ich habe hier so ein Symbol auf dem Boden gefunden. Ja, cool. Das ist EP. Das ist Erfahrungspunkte. 20 Stück. Und was bringen wir dir Erfahrungspunkte? Und damit du stärker bist und schneller kraften kannst und so weiter und so. Ah, echt? Ehrlich krass. Das ist interessant. Was der Tempel voll ist, was? Auf jeden Fall habe ich jetzt hier zwei leuchtende Kräuter, das heißt... Da läuft jemand. Du kannst nur eine nehmen. Achso, du bist ja gar nicht bei mir. Ja, aber wenn ich eins nehme, dann habe ich ja hallo, zwei hier... Hallo, bleib hier, du mit dem Dino und ich bin's, das... Ich bin's. Hallo, ich bin's. Juhu, wir haben den Detlef gefunden. So, Detlef, weißt du jetzt noch, wo die Höhle ist? Nee, ne? Wieso habe ich das gewusst? Also der Detlef hat ein Orientierungssinn wie ein Nussfernchen. Oder wie so ähnlich sagt der Harald Frenkel, ne? Orientieren auf dieser Insel, ich kenne die nicht mehr richtig, komplett. Ja, aber du warst doch in dieser Höhle. Bin doch ganz woanders gespawnt wieder. Echt? So. Das ist schlecht. Okay, also einmal versuche ich das jetzt noch, dass ich da irgendwie zu einer Höhle komme, wo ich rein kann. Weil also du Dino meinst, weißt du, wo unser Lager ist? Geradeaus, weiter, einfach. Boah, da ist es gut. Hast du schon probiert, Detlef, ob du vielleicht... ...mit dem Admiral mitreiten kannst? Nee, das geht nicht. Aha. Das ist aber schade. War das jetzt da? Dino. Nee, oder? Jetzt ist schon wieder so ein Galapagos-Dino da, oder wie der heißt. Hm? Er sagt, der Fleischfresser, der will schon wieder was von mir. Verstehe nicht, wieso ich das so ist. Geh mal einfach weiter die Höhle suchen. Ja. Also ich war gerade wieder in der Unterwasserhöhle hier, da gibt es genug Pflanzen, leuchtende Pflanzen. Theoretisch könntest du ja, wenn du die Höhle findest, ja, so eine Fackel dahin schmeißen, dann findet man die wieder, weil die brennt ja eh unendlich. Ja, oder ich baue theoretisch Lagerfeuer oder sowas. Oder sowas, ja. Wobei man da glaube ich nur eins bauen konnte oder so. Lagerfeuer kann man nur eins bauen? Nee. Weiß nicht, letzte Woche hat jemand zwei gebaut und dann ist er verschwunden. Nein, nein, ins Wasser bitte. Ja, hast du recht. Bogen. Jetzt lass mich doch in Ruhe, du blödes Scheiß, jetzt bin ich wieder tot. Zack, zack, zack. Nee, Freunde! Ich krieg die Krise. Ich krieg da die Krise mit dem Blödsinn. So, jetzt muss ich mir einen Dinosaurier erlegen. Nee, wieso bin ich denn wieder aus dem Wasser rausgegangen, ich Idiot da. Scheiße. Und das Ganze noch einmal. Also irgendwie habe ich da Déjà-vu in dem Spiel. Ich tue immer noch Holzklopfen, Steiner klopfen. Wenn ich dann fertig bin, dann habe ich einen Bogen, dann habe ich einen Speer, dann renne ich ungefähr 500 Meter und dann bin ich wieder in meinem Tipi.
Und? Ja. Also bei mir wiederholt sie jeder Tag, komischerweise. Aha, okay. Ich habe einen Dinosaurier getötet, jetzt muss ich den wiederbeleben. Heal, ne? Was ich mache. Ja. Okay. Was ist denn für ein Dinosaurier? Gallimimus. Achso, der Dings. Mount. Krass, ich bin auf dem Dino drauf. Die sind nicht normal, die retten alle Dino. Ich krieg die Krise, du weiter da jetzt. Wenn du jetzt Name stirbst, wie sagt er das? Dann schneid ich deinen Zupfer. Das Beste kommt noch. Was denn? Die Schreide auf dem Strand. Was? Die Schreide auf dem Strand. Wie kannst du auf dem Strand retten, wenn du kein Dino hast? Meine Füße reiten. Was? Versteh jetzt nicht. Das ist nicht. Aber die ich laufe am Strand lang genauso schnell wie ein Dino. Das glaube ich nicht. Doch, doch. Hast du den Tiger im Tank, oder was? Ich habe den Dino im Tank. Na tolle Wurst. Also mich hat gerade für den Admiral überholt, aber ich glaube, die stehe, obwohl ich vollgas gerannt bin. Ja, da die Rennschnecke gehabt von SpongeBob. Okay. So. Komm, rennen. Renn doch, Dino. Ups. Hallo? Je öfter man klickt, desto schneller rennt der, glaube ich. Achso? Wäre ich mir nicht so sicher. Also braucht man die nächste Woche eine neue Tastatur. Nein! Weg! Ey, nein! Mein Dino und ich sind tot, glaube ich. Ui, Scheiß. Was hast du gemacht? Ich bin gegen so einen Stigi-Moloch gelaufen. Oh, oh. Und der hat uns gekillt. Oh, oh. Ach, naja. Die Minute, die es gedauert hat, war eigentlich ganz cool. Ja, toll, da ziehen wir ein bisschen was drüber. Ich liebe das. Scheiße, wenn ich jetzt da... Jetzt habe ich meinen Bogen... Hallo? Wieso greifst du nicht? Grüb die Krise da. Was ist denn da los? So, jetzt aber. Meinen Bogen. So, und ich komme. Freunde, ich bin wieder unterwegs. Hallo. Mal gucken, wie lange? Ich komme mit dir, okay? Ja, 500 Meter. Dann holt mich schon wieder der nächste Dino. Hier bin ich. Ah, grüß Gott. Ich mach mir auch noch einen Bogen, ne? Ja, dann bitteschön, eben. Tun Sie das. Ich warte auf Ihnen. Weil ich ein netter Wiener bin. Wiener, ja. Aber ein netter Wiener, der was 35 Grad in Schotten hat in der Wohnung, ja, und schwitzen tut wie ein Esel. Ich auch, aber... Manni? Hm? Esel schwitzen nicht. Woher willst du das wissen? Hallo? Hast du schon einen Esel einmal bei der Arbeit zugeschaut? Nein, ich war selber einer. Was, du warst der Esel? Ja, ich war ein Esel. In vorigen Leben, oder was? Ist doch egal, die schwitzen trotzdem nicht. Die natürlich schwitzen die... Nee, die Esel schwitzen genauso wie Pferde. Ja, Pferde schwitzen. Ich über der Haut. Holz, ne? Ich glaube vier Holz. Die schwitzen über der Haut, ja? Die schwitzen über der Haut, ja, das ist so ein Schaumort. Nee. Bein. Bei den Pferden schon. Bei den Esel weiß ich es nicht, das kann ich wirklich nicht sagen. Ich kenn's nur von den Pferden. Ey, immer noch nicht, okay. Die schwitzen, aber wirklich schwitzen. Die werden dann richtig weiß. Dadurch muss das ja nach dem Retten, ja. Eigentlich muss das ja dann abtrocknen quasi, ne? Und bürsten und den ganzen Schnaufu da. Aber da müssen wir mit meiner Frau drüber reden, weil die kennt sich da besser aus, wie die geht retten. Ich hab keine Ahnung davon. Also wenn ich jetzt ein Blödsinn dazu da höre, dann... Jetzt hab ich den Bogen. Ich hab den Höhleneingang gefunden. Ist nicht wahr, ja. Wie weit ist der weg? Ich habe keine Ahnung, ich bin eine ganze Weile auf dem Dino gelaufen. Wahrscheinlich bist du wesentlich schneller, wenn du in die andere Richtung läufst. In die andere, jetzt ist das nicht rechts, sondern links, richtig? Ja. Ich laufe gerade mal, ob da irgendwo... So, wir laufen. Rüber auf die andere Seite und los geht's. Okay. Ich habe dich schon verloren. Was? Ich bin eigentlich... Hallo? Hier? Hallo? Jollarengi? Hallo? Ich seh dich nicht. Hallo? Okay, ich komme wieder zurück. Okay. Hallo? Also juhu, die Höhle nicht, da bin wenn ich. Am Strand entlang läuft. Jollarigi, da bin ich. Da bin ich. Seh dich gar nicht. Dreh dich da. Mal nach links. Ja, ich seh dich jetzt bei den Steinen. Da. Normalerweise hätte ich jetzt geschrieben, hallo Otto. Oh.
Was eigentlich einer von euch wie alt der Otto ist? 70, 80, keine Ahnung. Was, 70, 80? Ne, 80 ist er glaube ich noch nicht. Ja, okay, aber 70 könnte er hinkommen, oder? Detlef? Was? Wie alt ist der Otto Walkes, oder wie der heißt? Da ist aber schon, ich glaube... Scheiße, da ist schon wieder einer. Ne, lass mich in Ruhe, ich bin ja nicht mehr 500 Meter weit gekommen, du. Schau. Oh, ich bin im Wasser, ich habe mich gerettet. Nein, scheiße. Ins Wasser, ins Wasser, ins Wasser. Du siehst mich nicht. Ey, weg. Die einzige Chance aus dem Wasser. Mutti. Ey, wir sind noch voll. Wie alt ist der Otto? Overpowered. Warren. Na, Otto. Über 60, sagt Mutti. Ja, ich glaube auch, dass der schon auf 70 zugeht. Aber sicher bin ich mir nicht, aber Freunde, ihr könnt es mir unter die Kommentare schreiben. Wie alt ist der Otto? Ein Otto kennt sie alle hoffentlich, nicht? Was wisst ihr, der mit den Elefanten? Jöller Hidi, sagt immer. Nee, das sind da Otto-Fanten. Ja, okay, sind es halt Otto-Fanten. Die sich manchmal Rosen-Elefanten, also, ne? Weißt du? Okay, na, sind es halt Elefanten, Otto-Fanten, Rosa-Elefanten, Lila. Ja. Ja, ist doch egal. Aber interessant ist ja, Detlef, dass du immer noch nicht unser Lager gefunden hast. Ich bin eigentlich an dem Plus, das ist wo schön. Eigentlich die Höhle ist. Okay, dann rennt den Fluss einfach weiter und kommst du direkt zu unserem Dorf. Ah, der Fluss macht hier eine Biege. Also ja, weiterlaufen. Renn einfach Fluss. Weiter. Links oder rechts? Was? Ja, das weicht hier ab. Du bist am falschen Fluss. Du bist aber nicht bei dem Fluss, was wir sind. An den einen Tipi vorbeigelaufen, wo du gesagt hast, das ist nicht unseres. Ja. Bist du da an dem Fluss hochgelaufen? Ja. Oh, hallo Admiral, du rettet ihr ja schon wieder. Schatz, Ich werde gerade von irgendjemandem gezogen. Ist da jemand an unserem Lager, weil da jemand gefragt hat, wer am Fluss campt? Ich bin als Geisel genommen worden, hört ihr mir zu? Echt? Wo? Ja. Am Lager. Bei uns am Lager? Ja. Ich komm. Ich werd gerade weggezogen. Irgendjemand hat mich da gefesselt und jetzt sieht er mich wie so eine Kiste. Was, wer traut sich das? Ja, echt. Der Admiral ist unterwegs und ich auch. Das traut sich. Und der hat so ein, ey, fick dich. Hat er dich jetzt umgebracht oder was? Ja. Echt? Ja, ja. Wahrscheinlich war wir und auf dem Weg durch dieser. Wahrscheinlich müssen wir jetzt aufpassen, wenn wir die ganzen Tippis kaputt machen wollen. Noch stehen sie. Okay, ich bin einmal auf der linken Seite drüber. Ich sehe da aber auch noch niemand. Doch, da. So blöd, dass du ihn nicht niederreiten kannst. Da hast du jetzt einen Fleischfresser braucht, der hätte ihn sicher kaputt gemacht. Das sind zwei in unserem Lager, oder? Zwei? Na tolle Wurst. Ey, ich hab dich auch angegriffen, du Spacko. Oh, da ist ein Fleischfresser. Nix wie weg von dir. Oh, und du bist schon wieder tot? Ja, und der Typ hat so ein Stiggy-Moloch als Haus-Dino. Er hat auf jeden Fall ein Halsband um. Bist du. Wo ist der Typ? Er rettet gerade weg. Jo. Toll. Ich hab ihn leider nicht getroffen. Ich auch nicht. Feigling. Hat die irgendwas kaputt gemacht? Nö, Tippis stehen noch. Steht alles ja. Noch, gell? Komisch. Komisch elektronisch. Wo ist denn jetzt der Dino eigentlich? Gestorben. Du bist gestorben? Tot. Wie hast du denn das jetzt gemacht? Ich nicht. Der Dino. Oh, Dino. Warte mich doch nicht. Ah, mein Dino steht unter Wasser rum. Ja, der ist auch mit durstig, ne? Ja toll, wie krieg ich denn jetzt da wieder raus? Ich hab keine Ahnung, setz sie drauf. Mit E. Achso, das geht nicht. Wo bist denn du? Warte mal, vielleicht kann ich da, wenn ich mal schrecken tue, vielleicht kraxelt er wieder raus, weißt du?
Nö. Ne? Ja, das wäre jetzt voll doof. Tatsächlich. Hallo Dino. Schau, was frisst denn der da? Hallo, na du Stein. Hast einen Vogel. Unterwasser. Der ist aber nicht ganz allein, nicht der Dino, ha? Der ist schon blöd geritten. Der hat irgendwie hat der was. Oh, scheiße, jetzt ist er tot. Na. Ich habe aber noch einmal hingehauen. Ja, ich habe ihn auch schon mal angehauen gehabt. So, deswegen. Scheiße. Ja. Ist ja wurscht, okay. Hast du irgendwie da eine Kennzeichnung hingegeben bei der Höhle? Nee, die ist ziemlich offensichtlich zu finden. Wenn man nämlich an einem Strand entlang läuft, hört der Strand dann nämlich quasi auf. Kurz, okay, und da kommt so eine Steinwand mehr oder weniger. Okay, dann warten wir auf dich, bis du wieder deine Sachen hast und dann gehen wir zur Höhle und dann nehmen wir sie alle an Dino und wenn wir einen Dino haben, dann versuchen wir ein Dett zu finden und wenn wir ein Dett haben, dann haben wir ein Dett. So. Gut, dann hätte ich gesagt, wir folgen in Admiral. User disconnected from your channel. Gut. Wer ist denn jetzt weg? Der Detlef ist rausgefallen. Oha. Warum auch immer. Jetzt weiß ich, warum er den nicht mehr gehört hat. Ich folge euch mal. Auch wenn ich keine Ausrüstung habe, aber die habe ich ja eh immer nur eine Minute lang. Au. Oh, entschuldige, du bist mir genau in Schuss reingelaufen. Ich habe mir gedacht, ich rette. Nein! Aha. Der macht mich kaputt. Was ist mit dem los? Der ist jetzt auf mich losgegangen. Du hast ihn. What? Was? Also schnell bist du nicht unterwegs, oder? Ja, ich kann glaube ich noch schneller laufen. Also. Ich laufe gerade nur langsam, dass ich hinterher. Ja, nein, ich halte nur Abstand zu dir, weil der geht los auf mich. So ein blödes Vieh. Ja, so schlecht dressiert. Muss man noch ein bisschen üben. Ja. Nee, nicht umdrehen. Immer nur gerade aus die Nase. Komisch, dass das Vieh euch angreift. Jetzt weiß ich nicht, greift mit dir an, wenn du drauf sitzt da oder greift mit dir nur an, wenn du abgesessen bist? Oh nein, der greift mir an, wenn du drauf bist, da jetzt bin ich nämlich tot. Nein, bin ja, ich das nicht. War nicht meiner. Ups, das habe ich ihn umgebracht. Mein. Scheiße. Du hast deinen eigenen Diener umgebracht? Scheiße. Ja. Aber leider zu spät, ich bin auch tot. Das war aber nicht meiner, der dich umgebracht hat. Da läuft noch ein zweiter rum. Oh. Ja, ich hab's gerade gehört. Das ist gleich der nächste tot. Scheiße, ich liege im Wasser. Ich bin ja nur froh, dass ich den Zuschauern ein bisschen was zeigen kann. Weil nämlich, ich mache jetzt dasselbe wieder, richtiges Déjà-vu. Seht ihr, ich tue Holz klopfen. So, ein Holz. Ach ja. Und zwei Holz. Nein! Ey. Auch tot. Und drei Holz. Nein, noch nicht ganz. Der kämpft gerade im Wasser mit mir. Im Wasser hast du aber gute Chancen, weil da kannst du nichts tun. Ey, guck, ich bin. Im Wasser bin ich unsterblich, merke ich gerade. Richtig, ja. Darum sag ich ja, wenn du da einen Dino hinter dir hast, ist es am besten gleich mal ins Wasser flüchten. Jetzt kann ich den ja vielleicht umbringen. Ey, im Wasser. Oh! Da ist irgendwer in unserem. Das ist voll chaotisch hier gerade. Miststickel, wo ist der? Wo ist der Dino? Wir haben einen Dino da in unserem. Jetzt bin ich, glaube ich, wirklich tot. Lager. Ja, das war, glaube ich, der Dino von dem Typen da. Ah, da liegt einer. Und wo ist der Dino von ihm? Weiß nicht. Im Wasser sehe ich ihn auf jeden Fall nicht. Weiß ich am Ende ganz mehr. Ja, ich hab noch. Aber hier fehlt halt auch echt ein Tippi mittlerweile. Echt? Ich hoffe nicht, dass das meins ist. Wir haben noch zwei dastehen. Oh. Okay. Kannst du mal nachschauen, was für ein Tippi was ist? Meins ist da. Meins steht auch noch. Meins ist auch da. Ja. Also fehlt deins. Meines. Das ist ein netter Zug von ihm, dass er gerade meins kaputt macht. Dieser Wappler. Na gut, wenn er das so will, dann werden wir ihm das gleich auch gewinnen. Müssen wir wieder Tippi bauen. Ja. Kann ich eben Pause machen, weil ich esse jetzt gerade ein bisschen was.
Oder verschlecht. Was verstehst du unter Pause machen? Ich gehe hier einfach so rum und erstmal 5 Minuten lang nicht. Ja, von mir aus. Ich habe kein Problem damit.